Jenny Frankhauser will ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen. Gerade erst gab die Ex-Dschungelkönigin zuckersüße Nachrichten bekannt. Zusammen mit ihrem Partner Steffen König erwartet sie ihr erstes Kind. Die Babybombe ließ Jenny auf Instagram platzen, wo sie ihren kugelrunden Bauch zeigte. Unendlich glücklich, schrieb die 29-Jährige daneben. Nun hat sie erste Details zur Geburt verraten. Im Gespräch mit Gala räumt Jenny ein, großen Respekt davor zu haben. Aus diesem Grund wünscht sie sich auch einen Kaiserschnitt. Das können bestimmt einige nicht nachvollziehen, aber mein Bruder hatte bei einer natürlichen Geburt durch die Nabelschnur um den Hals einen Sauerstoffmangel mit Folgen. Deshalb habe ich für mich den Entschluss gefasst, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, erklärt die künftige Mama. Insgesamt habe sie ein halbes Jahr lang versucht, schwanger zu werden, bevor es dann endlich klappte. Ich war schon etwas gefrustet, aber natürlich gibt es da noch ganz andere Fälle und wir können uns da wirklich glücklich schätzen, dass es dann doch so schnell geklappt hat, zeigt sich Jenny dankbar. Der stolze Papa wird ihr zur Seite stehen, wenn es dann ab in den Kreissaal geht. Er ist immer an meiner bzw. unserer Seite und ich freue mich schon so sehr darauf, mit ihm gemeinsam das schönste und größte Glück auf Erden zu erfahren, schwärmt Jenny über ihren Steffen.